Ja, mein Philipp, am Freitag geht's gegen Kiel und somit für dich auch das Wiedersehen mit Ex-St. Paulianer Finn Bartels. Ihr habt ja eine Saison miteinander gespielt. Vielleicht kannst du uns mal verraten, was ist er für ein Typ auf und neben dem Platz? Ja, gut, auf dem Platz, glaube ich, weiß jeder, was er für Qualitäten hat. Neben dem Platz ein sehr ruhiger, lustiger Typ. Ist ja auch schon ein bisschen her, dass wir zusammen gespielt haben. Er war ja lange in Bremen, aber ich freue mich drauf, ihn wiederzusehen. Und ich hoffe natürlich, dass wir ihn ausschalten können. Moin Boogie, morgen geht's gegen Kiel. Kiel stellt mit 27 Gegentoren mit Abstand die beste Defensive der Liga dar. Wie wollt ihr morgen das Abwehrbollwerk knacken? Ja, das werden wir noch morgen am Spieltag noch ganz genau besprechen. Aber dass Kiel eine gute Mannschaft ist, zeigt die Tabelle. Wird ein ganz schwieriges Spiel. Die Kieler wollen, glaube ich, noch voll angreifen. Die spielen ja voll um den Aufstieg mit. Und wir wollen auch unsere gute Serie fortsetzen. Deswegen wird das sicher ein spannendes Spiel werden. Du hast es gesagt, Kiel hat noch große Chancen aufzusteigen. Damit liegt der Druck ja wahrscheinlich eher bei Kiel. Ist das ein Vorteil für euch oder würdest du sagen, es spielt keine Rolle? Ich glaube, es spielt keine Rolle. Es kann ein positiver Druck kann einer Mannschaft gut tun, wenn es um was geht. Und wie gesagt, wir wollen unsere Serie auch fortsetzen. Wir sind auch gut drauf in den letzten Wochen und ich bin schon gespannt drauf. Was erwartest du morgen für ein Spiel? Oh, schwierig zu sagen. Ich glaube, als erster das Tor schießt, hat sich da schon einen leichten Vorteil